Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fitzwies Interactions. Ja, ich habe offscreen ein kleines bisschen gearbeitet. Ich habe noch ein paar App-Heroes gemacht, die Felder mal ein bisschen bestellt, also ich habe auch ein kleines bisschen aufgeräumt. Wir haben jetzt schon mal gut ein paar Sachen ranbekommen, ich habe auch ein paar Bienen über. Aber naja. So, in der letzten Folge haben wir in den Quests weitergemacht, hat wir jetzt hier die. Ich wusste, ich habe vergessen, irgendwas auszuschalten. So. Ne, in der letzten Folge haben wir jetzt hier Arcane Ashes und all sowas schon mal weitergemacht. Wir haben hier einen relativ guten Progress. Also wir sind, glaube ich, bei über 50%. Müsste eigentlich. Und es geht jetzt eigentlich an den letzten Sachen schon. Und vielleicht können wir heute schon mit dem Overworld-Portal anfangen. Aber ich schätze mal schwer, dass wir das hinkriegen sollten. Aber zuerst einmal habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Denn wir wollen hier die Sachen heute mal was weitermachen. Fangen wir mal mit den Gardens an. Für die Gardens brauchen wir jeweils einen Apple of Restoration und einen Setzling. Ja. Ich habe ein bisschen was gearbeitet. Also. Zuerst einmal machen wir denn Akazien und Apple und wir warten. Battle.net, du bist aus. Halt die Fresse. Wieso war mir das klar, dass mir jetzt so etwas passieren muss? Oh, naja. So, in der Zwischenzeit, ich habe hier schon mal ein bisschen Low-Grade Charcoal vorbereitet, weil ich noch ein bisschen Charcoal bräuchte. Ich bin am Überlegen, ob sich das lohnt, das noch zu automatisieren oder ob ich das einfach so sage, ja, wenn ich das später mal brauche, dann benutze ich das mal kurz Ende. Das war aber auch. Denn, wenn wir in die Overworld gehen, werden wir uns ein Furnace suchen und wir werden wahrscheinlich so gut wie nie gebrauchen. Also, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich schon mal Interactions eine Zeit lang gespielt hatte und ich habe den. Creeper Chili, okay. Ich habe den Furnace so gut wie nie gebraucht. Ich habe mir einfach direkt den Seared Furnace Controller gebaut. Das werde ich auch dieses Mal wieder machen. Denn ich weiß, ich finde den tausendmal geiler. Lava kriegt man hier übelst schnell hergestellt. Alternativ kann man hier auch den Electric Blast Furnace benutzen oder den Multismelter. Mit der Fusion Coil Block. Da braucht man nur eine Super Conducting Coil Block, wofür wir Super Conductor Wire mal 2 brauchen. Und das sind 2 mal 1er. Und das ist dann einfach im Assembly. Okay. Ich versuche das einfach mal so ab und zu immer wieder zu machen. Mal gucken, ob ich mich dann geschissen kriege. So. Den Arid Garden haben wir. Dann mit dem Dark Oak Sapling und wir brauchen ein bisschen mehr Glas. Ich habe kein Glas vorbereitet, oder? Das reicht für 3 Bottles. Aber naja. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Naja. Wundert mich jetzt nicht, ist auch gar kein Thema. Wir haben den Shaded Garden. Das heißt, wir können den Arid und den Shaded Garden schon mal hier wegnehmen. Arid. Shaded. So. Ich habe auch die Healing Self schon mal vorbereitet. Das ist nämlich ein Dead Alliance Seas Retarded. Und ich bereite super gut vor, merke ich gerade. Ich glaube, das sollte ich echt noch mal ein bisschen üben. Ja. Aber na, das ist ja zum Glück schnell erledigt. Wir brauchen ja nur einen einzigen Plank. Und ein Knife sollten wir schon haben. Wenn nicht, ist das auch schnell erledigt. Weil das haben wir auf jeden Fall alles da. Ich muss auch sagen, heute kann es sein, dass ich eh noch mal ein bisschen mehr verpeilt bin. Denn ich hatte eine etwas anstrengendere Nacht. Ich war dann auch schön arbeiten und alles, aber naja. So, jetzt erstmal die Bowl, Red Tulip, Seeds, Dandelion, Healing Self. Und was machen wir mit dieser Healing Self? Und zwei. Und schon ist sie weg. Geh mal da rein. Das war's. War schön mit dir. Aber naja, das hat uns Bacon Pancakes und eine Bandage gegeben. Ein Pflaster.
Das tun wir mal da rein. Das tun wir da rein. Und wir können das nächste schon abhaken. Denn wir machen jetzt auch noch hier weiter mit Hardened Leather. Hardened Leather ist nichts anderes als Leder mit Pressed Wax. Pressed Wax sind einfach Candleberries im Pot. So, Stück. Dann 8, 8. Und das wird dann hier gemacht. Theoretisch zumindest. Und das passiert, wenn ich etwas vorbereite. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht vorbereiten. Bin ich irgendwie zu blöd für. Nee, keine Ahnung. Ich muss es echt mal besser drauf haben. Ich merke das schon. So. Die Leather-Tunik haben wir auf jeden Fall. Und wir kriegen dafür nochmal 4 Haaren Leather. Und hier auch bei dem Party-Equipment kriegen wir auch nochmal einen Honeycomb-Chocolate-Bar. Essen ist immer gut, komm. Futtern wir mal schnell. Wie sieht das jetzt hier mit dem Glas aus? So. Wie sieht das denn aus? Würden die Damen und Herren Zuschauer denn von mir eine schöne Base gerne sehen wollen oder nicht? Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr brennend interessieren. Ob ich da mal wieder mir mal was Mühe geben soll. Oder vielleicht gesagt wird, du, das ist ein Gregtech-Paket da schön zu bauen, wird schwierig. Mir ist das egal, ich kann das versuchen, kann das nicht versuchen, aber ich schätze mal, so wie ich mich kenne, ich hätte versucht, sowas Schlichtes, Schönes aufzubauen. Was ist das denn hier bitte? Ein Laser-Ei? Raw T-Rex 1000 Egg. T-Rex 1000 Part. T-Rex 1000. Okay. Wir haben einen Tropic Garden. Spruce Sapling und ich sollte nochmal. Zwölf nachlegen. Denn ich brauche nochmal eine einzige Bottle. So, bald ist auch schon Weihnachten, ne? Wer von euch, ich bin so der Typ, der sich brennend dafür interessiert, was sind alle so essen an Weihnachten? Ob die so die typischen, Nudelsalat und Bockwürstchen-Esser sind oder ob es da ein richtig schönes Buffet gibt oder. Keine Ahnung, wir hatten jetzt vor ein paar Jahren mal ein schönes Roastbeef gemacht. Kommt die Familie zusammen oder ganz gemütlich mit Freunden? Habt ihr schon alle Geschenke zusammen? Das Blöde ist, ich weiß noch gar nicht, wann ich das jetzt hochlade, weil ich ja. Ich warte auch noch auf die Thumbnails. Da hat mir der. Habe ich den Streetdigger mal wieder angeschrieben, ob der das noch machen würde. Und er hat mir gesagt: Du, mache ich gerne, aber nur wenn ich Zeit dafür habe. Und ich habe gesagt: Du, gar kein Thema. Ich mache das ja auch gerade nur auf einer Basis, dass ich das so nebenbei ein bisschen mache. Deswegen entschuldige ich jetzt auch schon mal, sollte ich das nicht so wirklich mal wieder hinkriegen, eine neue Folge rauszuhauen. Ich gebe mir da wirklich größte Mühe. Der Soggy? Nee, der. Doch, der Soggy Garden fehlt. Dat. Quest complete. Yeet that read. So. Das war mir auf jeden Fall wichtig, dass wir das haben. Wir kriegen jetzt nämlich einen Sprinkler. Dann nehmen wir einmal die Pickaxe. So. Ein Tree-Sprinkler. Was macht der Sprinkler? Der Sprinkler gibt den alle paar Sekunden mal so ein Growth-Tick. Einfach nur, dass er schneller wächst. Dürfte bei XP in diesem Pack einfach richtig genial sein. Ich meine, immer ein paar Level kann man immer gebrauchen, ne? So, die tue ich hier rein. Und das tue ich hier rein. Die mache ich jetzt mal nicht kaputt, aus einem bestimmten Grund. Denn wir können das noch ein bisschen weiter verbessern. So, wenn wir jetzt mal ins Questbuch reinschauen. Ich habe in der letzten Folge schon angekündigt. Wir brauchen ein Human Heart oder ein Emerald. Dafür müssen wir Zen Summoning betreiben.
Was ist denn jetzt bitte schön Zen Summoning? Wir brauchen für Zen Summoning den Summoning Altar. Das ist Low Covenant Dust, Bookshelf und. Oh, jetzt habe ich irgendwas für. Ich muss mal kurz Arcane Ashes herstellen einmal. Ich hatte nämlich eben mal ganz, ganz schnell mein letztes Arcane Ashes ein bisschen verdeppert. Das ist ein Zucker, das kriege ich schnell hergestellt. Oder? Ich bin jetzt gerade ganz echt ein bisschen aufgeschmissen. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Okay, kriege ich. Auch hin. Scheiße. So. Das schmeiße ich schon mal da rein. Das tut mir gerade, es ist mir gerade echt peinlich. Mit Slaps. Tool Dingens. Wo ist es? Ach komm schon, mach jetzt nicht sowas. Drying Rack. Ja, wie krieg ich jetzt Slaps? Daneben so, bitteschön. Ach ja, Kompetenz, dein Name ist nicht Dosch. So, Drying Rack. Jetzt eine Honeycomb raus. Machen wir gerade hier. Das geht zum Glück relativ schnell. Und ich kann in der Zwischenzeit hier das Zeug schon mal holen. Blackened Bone Meal haben wir. Low-Grade Charcoal. Die Low-Grade Charcoal packen wir jetzt einmal hier rein. Mit dem Hammer und wir haben die Asche. Nehmen wir uns dann nochmal ein Eis. So, Wasser ist drin. Und dann fehlt jetzt wirklich nur noch der Zucker. Komm, das hast du jetzt fast geschafft. Die paar Sekunden können wir jetzt auch noch gerade warten. Und ich versuche dann beim nächsten Mal besser hinzukriegen mit dem vorzubereiten. Das war jetzt ja gerade eine Panne à la. So. Also, um zum Thema zurückzukommen. Wir brauchen für den Summoning Altar brauchen wir Low Covenant Dust und ein Bücherregal. So. Das hatte ich jetzt aber größtenteils vorbereitet. Denn ein Bücherregal sind ja bekanntlicherweise drei Bücher und drei Bücher sind ja bekanntlicherweise. Ja. Es ist mir gerade so unglaublich peinlich. Kann ich. Gut, das Rezept geht wenigstens. Ich gehe gerade einfach nur Motivation dran. Komm, du hast ein paar Sachen vorbereitet, kannst ein paar Sachen machen. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, das Pack ist jetzt nicht gerade das leichteste, ne? Aber trotzdem. Es ist keine Entschuldigung, aber naja. Ich glaube, man weiß auch von damals, ich bin gerne mal ein bisschen verdeppert. Ist das überhaupt ein Wort, verdeppert? Glaube nicht, aber ich sag's einfach. Ich bin verdeppert. So und so, drei Bücher. Dann, da ist einfach nur mit sechs Planken. Hätte ich genommen. Gut, dass ich das jetzt eben alles so verarbeitet habe. Dann einmal so. Dann
So. Haben wir. So, jetzt können wir auch endlich mal richtig weitermachen. Ein Bücherregal. Zack. Und jetzt haben wir alles. Wir nehmen einmal Arcane Ashes, Low Covenant Stars und das Bookshelf. Und wir bekommen den Summoning Altar. So, den haben wir. Und wir haben Regen beschworen. Was wollen wir denn jetzt mit dem Summoning Altar machen? Wir können im Summoning Altar ein Hütchen beschwören, eine Kuh, ein Schwein, ein Kaninchen, ein Lama, ein Schaf, Ocelot, Squids, Geister, Papageien, ein Rentier, drei Ender Chickens, eine Spinne und ein Zombie Villager. Wer sich jetzt fragt, was das mein Ender Chicken ist, da kommen wir noch früh genug hin. Und ich habe Angst davor. Nee, wir wollen den Zombie Villager beschwören. Dafür brauchen wir ein Raw Beef, zwei Bone Shards, ein Bone, Devil's Dust und Feather. Wir haben Bone Shard, Raw Beef, Bone, Leather und Low Covenant Dust. Wieso haben wir jetzt auch keinen Devil's Dust? Das hatte ich bewusst vorbereitet, denn wir müssen ein Item burnen. Das ist natürlich auch perfekt, dass wir jetzt gerade Regen haben. Mit perfekt meine ich ja, das ist scheiße. Ja, gib mir mal ein paar Stones. Mir egal gerade welche. Ne, das wollte ich jetzt so. Machen wir mal. So. Dann machen wir hier einmal Feuer. Das brennt. Geht das hier nicht? Ich talk gerade nebenbei noch privat ein bisschen Seablock, Rustic Waters, und da kann man das einfach so machen. Finde ich jetzt interessant. Oder war das die Fläche? War das im. Naja. Versuchen wir doch nochmal. Okay, das klappt dann so überhaupt nicht. Dann versuche ich das einfach mal hier drüben. Na, ist auch Low Covenant das? Jetzt. Sugar and Spice. Das ist aber schon mal gut zu wissen, dass das hier nicht so klappt wie bei dem anderen Pack. Dann mache ich mir auf jeden Fall mal gerne eine neue Spitzhacke. Die andere habe ich ja eben kaputt gemacht. Das muss ich auf jeden Fall behalten. Da das so nicht geht. So, bauen wir hier diesen Cyan-Cobblestone mal wieder ab. Aber nicht für lange. Denn ich will noch ein Gate machen. Ruhe da drüben. Aber passt eigentlich. Ich will was Böses beschwören und schon kommt ein starkes Gewitter. Das mache ich einmal hier drüben hin. So, das kommt dahin. Ich glaube, das muss 3 hoch sein. So, und schon haben wir einen wunderbaren Kabuff. Ja, ich habe schön gebaut. Ich hatte euch ja gefragt, ihr wolltet ja, dass ich schön baue. Ich habe schön gebaut. Ich bin sehr stolz. Das war's mit dem ganzen Projekt. Sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand versucht, einen Seetempel nachzubauen. Wir brauchen aber noch den Apple of Restoration. Dann Summoning Altar. Und wir hauen den Devil Dust rein. Die 2 Leather. 2 Raw Beef. Bone Shards und den Knochen.
Warten. Warten. Oh nein. Ja, ich habe mich gerade erschrocken, weil der oben gespawnt ist. Problem ist bei dem Zombie-Villager, der hat 150 Leben. Ja, 150 Leben und dementsprechend teilt er raus. Ich bin gerade froh, dass ich jetzt überlebt habe. Beim ersten Mal war ich nämlich ganz, ganz erschrocken. Ich dachte so, ja, jetzt nur ein Zombie-Villager und auf einmal tot. So, wir dürfen jetzt einmal warten, bis der geheilt ist. Ja, wer ist ein Braver? Ja, du, ne? So. Wenn es jetzt aber... Ich werde jetzt mal ein, zwei Sekunden warten, aber wenn da nichts passiert, dann... hole ich euch wieder, wenn der normale Villager ist. Ja, ich schätze mal, das ist das Glückste. Oh. Und wir haben unseren Villager. Hey, hey. Das finde ich super, Kollege, ne? Das Problem mit den Villagern hier in dem Pack ist, man kann mit ihnen nicht traden. Hallo, Kumpel. Du bist nutzlos für mich. Wir haben ein Menschenherz. So, was machen wir jetzt mit dem Human Heart? Wir wollen das essen. Nein. Erst einmal wollen wir hier die Quest abschließen. Wir bekommen einen Fairy Dust. Wir wollen den Philostone machen. Was ist der Philostone? Der Philostone ist halt, also im Rezept her, relativ einfach. Low Covenant, das habe ich zum Glück noch. Irgendwas vorbereitet haben muss ich ja. Wir nehmen jetzt einen Low Covenant Stars und das Human Heart. Warten eine Sekunde. Und zwar jetzt haben wir den Philosopher's Stone, an Alchemy's best friend. Der hat ja keine MC, ne? Nee. So. Damit habe ich mal einen großen Fortschritt gemacht in dem Pack. Jetzt mal ein Problem. Wir müssen an Obsidian kommen. Obsidian ist hier so eine kleine Sache. Wir können Obsidian über den Tisch kriegen. Verbraucht aber 4000 EMC. Gut, ich habe jetzt schon ein bisschen vorbereitet, ne? Aber das Schöne ist jetzt... Sollte ich jetzt vielleicht nicht da machen, das mache ich jetzt mal echt hier drüben. Da brauche ich aber noch ein, zwei Felder gerade auf. Eins. Wir haben jetzt nämlich die Möglichkeit, wenn wir Obsidian haben und den Philosopher's Stone. Wir platzieren dann Obsidian und wir haben Lava. So. Unser nächstes Ziel wäre nämlich jetzt einen Clay-Bug zu machen mit Lava. Den Clay-Bucket habe ich schon gemacht, jawohl. Jetzt kommen wir nämlich zum lustigen Teil von diesem Modpack. Wir nehmen die Lava auf. Dafür sind die Mits da. Solange Lava drin oder generell heiße Elemente bei uns in der Tasche sind, macht das Aua. Es ist eklig, ich gebe es offen zu. Aber so, wir haben Lava und das heißt, wir haben jetzt nur noch hier die Quest über, diese paar. Nur noch den Melter und die 10 Blöcke in die Overworld. Was kostet uns denn jetzt die Overworld? Wir brauchen Reed, Seared Blöcke, Paperwall und Low Covenant Dust. 20, 10, 20, 40 und einen Leimer Lava. So. Low Covenant Dust willst du mal wieder daherkriegen. Reed ist einfach nichts anderes als diese X-Stones mit Sugarcanes.
Sears Town müsste man hier gießen, weil wir noch keinen Zugang zur Pure... Ne. Wir haben noch keinen Zugang zur Pure Daisy. Das heißt, wir müssen den Table hier machen und noch ein paar Cobblestones schmelzen. Und Paperwall ist mega einfach. Ich würde sagen, wir machen den Melter noch zusammen. Und dann fange ich an, hier die Quest mal. Ich bereite jetzt soweit alles vor, wirklich mal. Und in der nächsten Folge machen wir das hier alles mal fertig. Dann möchte ich mit euch in die Overworld gehen. Das heißt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann in die Overworld gehen. Ich glaube, das könnte ein interessantes Abenteuer werden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.